Moin moin und herzlich willkommen zurück am Snu Airport und zwar beim neuen Terminal, was wir immer noch bauen seit bereits mehreren Folgen. Jo, und in der letzten Folge haben wir uns ein Stockwerk weiter drüber damit beschäftigt, wie wir die Lounges in die internationale Zone reinbauen können und werden, wie wir hier das ein oder andere auch gestalten wollen. Jo, und das sind so die Dinge, die wir jetzt gerade noch vorhaben. Warum machen wir das jetzt erstmal? Weil wir derzeit nur 6,7 Millionen auf dem Konto haben. Und das hier alles zu bauen, nun mal meiner Schätzung nach locker. Mit dem hier und mit dem hier, was alles noch gebaut werden muss. Und mit dem, was noch alles gebaut werden muss. Bestimmt um die 12 Millionen kosten wird. Bestimmt. Ja, und deswegen nutzen wir jetzt die Zeit ein bisschen anders, indem wir einfach ja, hier ein bisschen bauen, ein bisschen vorplanen und ja, das Ganze hoffentlich ein bisschen schick gestalten können. Ja, und ich freue mich natürlich immer, wenn wir jetzt hier so ein paar von diesen Pflanzen mit hinstellen können. Ja, da ist die große. Tür. Ja, dann nehmen wir hier drüben mal ein paar andere Pflanzen. Wie wär's mit denen? Wobei wir die Tür hier noch nicht reingebaut haben. Fällt mir gerade jetzt auf, wenn wir daran rumdoktern. Ja, und hier drin könnten wir ja auch noch ein paar Pflanzen hinstellen, ne? Wobei, wir haben ja hier schon einige Pflanzen reingebaut. Ja, Fenster wollen wir auf jeden Fall noch haben. Jetzt muss ich wieder gucken, wie rum richtig ist. Das siehst du dann irgendwann nicht mehr. Boah, ich muss mal hier irgendwo anders hin. So. Ja, ich würde sagen, so ist Richtung außen. Zumindest haben wir das hier immer so gemacht. So. Und da kommt eine Fly Penguin. Siehst du, das ist noch so ein Ding, das hätten wir natürlich auch vorher machen können. Noch ein paar von Fenstern bereits vorab reinzubauen. Und nochmal. Na, wo ist es denn? Das siehst du auch echt schlecht, ne? Wo ist denn jetzt hier wieder vorne und hinten? Da, so, so ist richtig. Gut, kommt da noch einer hin. Bauen wir hier noch einen. Da kommt noch einer hin. Oder eines vielmehr. Das sind ja Fenster. Ja, und zum Schluss werden hier auch noch welche hinkommen. Ja, so machen wir das. Genau, und dann hatte ich in der letzten Folge angefangen, wesentliche Dinge zu planen. Nämlich hier die Toilette. Und dafür brauchen wir natürlich auch wieder Wände. Die sollen dann auch hier direkt wieder reinkommen. Och, mal gucken. Sieht schon wieder so aus, als wäre das nicht gleich groß. Toilette. Gucken wir nochmal rein. Also, hier haben wir 11 mal 8 und 11 mal 8. Ja, optische Täuschung. Zumindest habe ich da nur den Knick. Offensichtlich in der Optik. So, genau. Und ich möchte ja, dass das hier der Eingang wird für die Lounge-Gäste. Ne? Also die kriegen hier ihre eigene Toilette reingebaut. Jetzt werden wir hier mal richtig luxuriös. Gibt es hier eine mittelgroße, einen mittelgroßen Eingang. Und für die Damen der Schöpfung
Oder wollte ich das hier so hinmachen? Könnte man auch hier so hinmachen, ne? Und dann können die da so durch und dann hier so rein. Auch eine Option. Auch eine Option. Machen wir das doch mal so. Probieren wir einfach mal aus. Gucken wir mal, was kommt. Ja, die Urinale kommen dann hier ran. Ja, ich denke, das könnte man so machen. Ich würde dann hier einfach noch eine Wand hinziehen. Hier so. Machen wir mal dahin. Und dann nehmen wir natürlich noch ein paar von den Toiletten dazu. Und dann sind die hier auch groß genug. Da kommt noch ein Urinal an die Wand. So, und jetzt muss ich... Ha, Moment, das könnte schon wieder fast ein Ticken zu viel des Guten gewesen sein. Wollen ja, dass das hier eigentlich ganz gut läuft. Was ist da? Das kommt weg. Das kommt dafür dahin. Müssen wir die Zone natürlich wieder nachziehen. Erst die Sicherheit. Dann die internationale. Wo haben wir sie? Da. Joa. So, und dann muss hier jetzt natürlich eine ganze Reihe von Handwaschapparaturen geschaffen werden. Gerne auch den Handtrockner noch. War schon fast ein bisschen wenig, ne? Bauen wir schon so großzügig und dann ist es trotzdem noch zu wenig. Wie viel sind denn das? 2, 4, 6. Nehmen wir das noch weg? Na komm. Dann nehmen wir hier die kleine Mauer noch ein Stückchen weg. Da so zumindest. Oh nee, jetzt ist es da schon wieder. Ach ja. Okay. So, und dann hätte ich jetzt wirklich ganz gerne noch das Ding passt doch wunderbar da dran. Und da packen wir auch noch eins hin. Gut, also haben wir 4 Waschbecken und 4 Handtrockner und eine ganze Menge an Toiletten. Ja, könnte vom Verhältnis her schon fast wieder ein bisschen zu wenig sein, ne? Aber das könnte, es ist in jedem Fall zu wenig. Aber gut. Irgendwas ist ja nun mal immer. Gut, bei den Damen der Schöpfung fangen wir vielleicht mal andersrum an und bauen erst die... schon wieder Gepäck. Irgendeiner der Mitarbeiter da spielt ein falsches Spiel.
So, probieren wir das mal so. Brauchen wir erst noch eine Wand. Ziehen wir da hin. Und da lang. Toiletten, Handtrockner. Kommt da noch einer hin. Nehmen wir hier das Waschbecken nochmal weg. Komm, Waschbecken. Und nehmen noch einen Handtrockner. So, dann bauen wir doch hier einfach mal einen Stall rein, ne? Ja, kann man auch so machen. Können wir auch so machen. Dann kriegen wir auch mehr um. Also unter, nicht um. Ja, sieht doch gut aus. Ja, sieht doch alles in allem gut aus. Kann ich gut mit leben. Hier haben wir noch einen Markierungsstein. Natürlich muss ich da auch wieder, ja, einmal nachkarten. Ja, würde ich jetzt natürlich gerne nehmen und einfach hier dran flanschen. Aber was geht wieder nicht? Das hier. Ja, weil wir erst den Toilettenbereich natürlich hier reinziehen müssen. Das waren 10 mal 8. Und jetzt gucken wir hier nochmal hin. Da ging das da runter. So, dann merken wir uns das so. Zehn mal acht. So, und dann haben wir, meine ich, 8. Das ist ungefähr so. Ja, probieren wir es mal. Neuer Kopierversuch. Wie Faust aufs Auge. Wunderbar funktioniert. Muss ich natürlich hier wieder die Mauer wegmachen und wieder die Zone nachziehen. Das ist so ein Ding, das könnte man besser machen. Ja gut, aber solange es nur die Kleinigkeiten sind. Ja, da haben wir doch hier die Zone drin. Das ist doch schon mal super. Jetzt sind wir bei 7,2 Millionen. Geht also vorwärts. Da sind wir nicht mehr ganz so weit entfernt. Was sagt denn unsere Flughafenbewertung? 89% Durchschnitt. Ja. Ja, das läuft alles super. Schwer begeistert. 30, ja, sieht auch schon wieder ein bisschen schmutzig aus. Aber gut. Gut, also Airline Lounge haben wir hier vorne. Oh, ein paar Blümchen. Ist alles gut. So, dann kann man überlegen, hier beispielsweise so einen Aufenthaltsraum für unsere Belegschaft reinzubauen. Das können wir einfach mal machen. Ein Personalraum sozusagen. Ja, kommt damit rein. So, jetzt wollte ich auf jeden Fall da draußen noch
paar Laptop-Tische hinstellen. Jetzt natürlich auch wieder erstmal gucken muss, wie rum ist es denn richtig? Und wir sehen, wir haben hier richtig viel Platz, ne? Ja, könnte schlechter sein. Vom Platz. Aber deswegen ist es auch so teuer. Weil wir einfach massiv viel Platz hier verwenden und Größe reinbringen. Alles für unsere Gäste. Ja, und auch das hätte ich natürlich wieder jetzt vorher machen können, ne? Das ist nicht sonderlich smart. Muss ich halt wieder alles einzeln anklicken. Ja, cool wäre es auch, wenn man jetzt hier noch so Sponsoren oder sowas gewinnen könnte. Je nach Ansehen und Passagieraufkommen am Flughafen und des Flughafens könnten Sponsoren auftauchen und sagen, okay, das hier wird die whatever Lufthansa Sitzecke oder ähnliches oder anderes, irgendwas der Art. Ja, Hecke passt hier leider immer noch nicht rein. Aber es gibt doch nichts Schöneres, als wenn am Flughafen einfach nochmal ein bisschen Grün da ist. Ja, okay, komm. Machen wir genauso wie hier. Und hier machen wir das auch. So, wunderbar. Gut, dann wird das mit der Schlange hier vorne wieder ein bisschen enger. Aber something is ever, wie ich immer so gerne sage. Irgendwas ist immer. Ja, wenn ihr mich fragt, dann passt das doch eigentlich schon ganz gut. Jetzt ziehen wir hier natürlich noch die Toilette nach. Und jetzt gucken wir gleich mal, was denn das hier werden soll. Wir werden hier wieder eine mittelgroße Tür reinbauen. Da ungefähr. Und dann gucken wir, wenn wir schon bei den Toiletten sind, könnte das natürlich hier die Damentoilette werden. Ne, dafür reicht es nicht. Ja, haben wir fast schon ein bisschen zu viel Platz hier. So, können wir auch so machen. Machen wir hier aber ein bisschen weniger. Und ziehen dafür lieber noch ein bisschen mindestens hier. Boah, hier vielleicht. Eine Mauer rein. Wo wir weitere Waschbecken und Handtrockner anbringen können. Und das wird dann der Prototyp für die Damentoilette, die wir dann hier im Terminal überall verwenden werden. Denn wir wissen ja alle, dass die
Damen alle ein wenig mehr, zumindest munkelt man das, Wert darauf legen, sich nach dem Toilettengang die Hände zu waschen, als das doch der ein oder andere Herr der Schöpfung tut. Kann natürlich aber auch einfach eine fiese Vorurteil. Alle meine Zuschauer waschen sich natürlich nach dem Toilettengang die Hände, habe keine Zweifel. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Kann ich mit leben. Na, da haben wir hier 15, 16 Toiletten. Ausreichend. Wasch- und Handtrockengelegenheiten. Ja, okay, hier haben wir jetzt natürlich noch eine Rolltreppe reingebaut. Da müssen wir natürlich jetzt noch mal ein bisschen gucken, ne? Wie wir hier am besten vorgehen. Jetzt habe ich das ja breiter gemacht. Und unten schon verbunden. Ne, Rolltreppe ist ja egal. Also die Rolltreppen können wir theoretisch auch noch verschieben. Ja, nicht nur theoretisch, die können wir auch praktisch noch verschieben. Nehmen wir ein Stückchen weiter nach rechts und links außen. Dann wäre nämlich da vorne auch Platz für das hier. So, Terminal, Planung, ungefähr so, ne, wollen wir es, ja, so ungefähr. Gucken wir mal. Jo, passt wie Faust aufs Auge. Dementsprechend können wir hier die Toilette natürlich wieder nehmen, auswählen. Und jetzt auch 1:1 kopieren. Kopiermodus, Damen. Einmal drehen, eingefügt, Tür gesucht. Genau, Fenster bauen wir da mal nicht rein. Das wäre dann merkwürdig. So, aber grundsätzlich würde ich jetzt hier einfach noch eine weitere Toilette daneben bauen. Hier so. Und dann haben wir nämlich hier einmal für die Damen und einmal für die Herren eine Toilette. Das wird die Damentoilette und ja, nur für Passagiere. Angestellte nicht, nur Passagier, genau. So, und dann wird das hier die Herrentoilette, ebenfalls nur Passagier. Ja, ist ja Quatsch. Das ist natürlich auch die Damentoilette. So, wir können hier aber auch ein bisschen Abstand dazwischen lassen. Allein um einen kleinen Durchgang zu schaffen für unsere Gäste. Und das würde ich genauso machen. So, jetzt muss ich mir die Toilette nochmal raussuchen. Gucken, wie groß wir die hier gemacht haben. 7x12. Und dann wird das hier dementsprechend auch 7x12. Und hier drüben auch 12, nicht 14. So, und dann können wir nämlich jetzt hier die Mauer zu Ende ziehen. Und haben das hier geschafft. Ja. Auch da kommen natürlich Türen rein und irgendwann, ich weiß nicht, warum er mir hier ständig anzeigt, die Sicherheitszonen und ja, vielleicht weil noch keine Türen drin sind. Kann natürlich sein. Theoretisch können wir hier auch von zwei Seiten rankommen. Müssen wir mal gucken. Na komm, da. Ach, ist schon drin. Müssen wir mal gucken. Also wir wollen ja ein paar Pissoirs hier drin haben. Wir wollen ein paar Toiletten, wie heißt das? Waschbecken drin haben.
Fangen wir mal mit dem Waschbecken an. So, da haben wir die Waschbecken. Jetzt kommen hier noch ein paar von den Heizlüftern, wie immer, ran. So, jetzt müssten wir uns mal überlegen, wie wir die Schächte hier anbringen. Probieren wir es mal aus. Machen wir mal so. Nee. Also mit in der Mitte durchgehen wird das dann so nichts. Es sei denn, hier ist hinten dran schon eine. Aber man sieht es wieder so schlecht. Es sei denn, es ist eine vollständige Kabine und ich brauche dahinter gar keine Mauer. Dann wäre es natürlich in Ordnung. Weil dann könnte man nämlich einfach sagen, okay, dann geht die halt hier lang. Weil ich das trotzdem ein bisschen eng finde. Ja gut, dann müssen die halt außen rum gehen. Dann ist das so. Dann gibt es eben keinen Zugang von zwei Seiten. Ja, das sind schon mal 5. Könnte man überlegen, ob man hier drinnen nicht so eine Art von. Oh, das wäre doch vielleicht noch eine Maßnahme. Probieren wir es mal aus. Ihr werdet gleich sehen, worauf ich hinaus möchte. Eine Pinkelinsel oder so. Das wäre doch mal was ganz Neues. Ja, hätten wir jetzt hier die ersten beiden Pinkelinseln geschaffen. Und dann können wir hier doch noch zum Schluss eine weitere Tür reinbauen. Das machen wir auch eben. Mittelgroße Tür. Einmal reingebaut. Da ist sie drin. Und dann könnten wir zumindest hier vorne noch Waschbecken. Eins mindestens nochmal ranbauen. Vielleicht hier so. Probieren wir es mal aus. Bin ich gar nicht verkehrt. Klar, wenn es jetzt noch ein weiter gewesen wäre, auch schon wieder. Mann. Gar nicht so verkehrt. Also wenn es eins breiter gewesen wäre, um den Satz zu Ende zu bringen, dann wäre es vermutlich einfacher gegangen, weil man dann hier nicht diese Enge auf einmal geschaffen hätte. Aber hätte, wäre, wenn. Ist nun mal nicht so. So, das ist für die Herren der Schöpfung. Und das hier ist ebenfalls für die Herren. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Gut, dann nehmen wir noch einen Boden. Ja, der ist doch immer ganz nett. Grau wie meine Seele, wie ich immer sage. Ja, da können wir uns überlegen, ob wir das in der Lounge noch ein bisschen schicker machen wollen. Was haben wir denn noch für Böden? Nee, das ist jetzt nicht so schön.
Boah. Furchtbar. Hier so ein schönes Nachtschwarz. Aber so kleine Fliesen, naja. Das sieht ja eh alles wesentlich größer aus, wenn man so weit weg ist. Ja. Und ich finde, so kann man damit anfangen. Doch, ich finde, so kann man damit anfangen. Ja, und die werden wir auch nochmal dicken verschieben. Weil die haben wir ja ein bisschen breiter gemacht. Also nutzen wir hier die gesamte Fläche. Heißt, wir würden theoretisch und vielleicht auch praktisch hier so lang ziehen. Also gucken, da haben wir es bis hier vorne hin. Und von da würden wir sozusagen. Oh, das war's. Einer verschoben. So passt. Wenn wir da so lang ziehen. Das heißt, wir würden noch wesentlich mehr Platz generieren. So, und ja, auch hier bauen wir noch eine große Tür rein. Aber das ist ja eine mittlere Tür. Personal, Eingang. Alles für unser Personal. Boah, sieht doch gar nicht schlecht aus. Und dann ist hier immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel ein weiteres Restaurant oder einen Laden reinzubauen. Boah, 7,7 Millionen haben wir jetzt. Also wir kommen langsam in die Richtung der 12 Millionen. Und dann werden wir auch anfangen, hier zu bauen. Vielleicht mache ich auch einen Puffer nochmal rein und sage, okay, 13 Millionen oder vielleicht doch 14 Millionen. Wenn wir alles auf einmal bauen wollen. Ich meine, das zieht sich ja auch ein bisschen hin mit unseren Bauarbeitern dann. Ja, aber den Lounges bin ich schon mal anfänglich zufrieden. Und auch mit dem Rest vom Schützenfest. So, hier kommen natürlich jetzt noch eine ganze Menge Fenster rein. Na, wenn man jetzt wieder wüsste, wie rum richtig ist. Da, so ist richtig. So, und jetzt ist die Frage. Wo ist denn hier der Eingang? Achso, das wollte ich noch nicht machen, weil ich noch nicht genau weiß, wo der Eingang ist. Doch, hier. Dann wird das oben drüber auch so sein. Genau. Es ist echt schwer zu sehen. Ist wirklich schwer zu sehen. Gut, hier passt das schon mal nicht. Ja. Aber das ist eine Arbeit, die werden wir in der nächsten Folge weiter fortsetzen und fortführen, denn 30 Minuten sind schon wieder vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo und eure Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.